Hallo und herzlich willkommen zurück bei Plague der Requiem. Beim letzten Mal mussten Amicia und der kleine Hugo vor den brutalen Bewohnern der alten Burgruine flüchten und dabei erlitt Hugo erneut einen Anfall, einen Krankheitsanfall und er fiel in Ohnmacht. Und nun befinden wir uns hier an einem Strand. Wir hatten einen Vogel, der uns wohl leiten möchte. Da vorne sitzt er und wir sollten jetzt ihm wohl folgen. Das ist aktuell unsere Aufgabe. Also schauen wir mal, wo er uns hinleiten möchte. Wir befinden uns hier wohl in einem Traum. Nein, bleib hier! Atmen! Atmen! Und Hugo scheint selbst hier weitere Anfälle zu haben. Auf jeden Fall war das ganz typisch für seine Krankheit. Da hinten geht die Sonne unter. Wer weiß, was dieser Traum hier bedeutet. Aber folgen wir erstmal weiter dem Vogel. Da vorne sitzt er auf einem Ast. Schauen wir mal, wo er uns hinführen möchte. Wo willst du hin? Das ist eine gute Frage. Da vorne sind jedenfalls Klettermarkierungen zu erkennen. Ich muss zurück. Ja, Hugo, wir müssen wirklich zurück. Ich muss zu Amicia und Mama. Ich denke, sie wissen, wie sie dir helfen können. Zumindest werden sie alles tun, um es zu versuchen. Und der Vogel ist jetzt verschwunden. Sah ein bisschen aus, als wäre er in Feuer verschwunden. Also könnte es sich um eine Art Phönix handeln. Schauen wir mal, wo uns da vorne die Klettermarkierungen hinbringen. Zu einem Felsspalt, so wie es aussieht, klettern wir hier mal hoch. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Und jetzt haben wir hier wohl einen Ast, wo wir drunter durchkrabbeln können. Was? Wo bin ich hier? Amicia? Mama? Lukas? Wo seid ihr? Mir geht's schlecht. Oje, der arme Hugo. Ihm geht's wirklich scheinbar sehr schlecht. Aber dies ist ein wunderschöner Ort, wo wir uns jetzt hier befinden. Zumindest das haben wir so noch nicht gesehen. Es ist das erste Mal, dass wir Hugos Krankheit, das, was er dann bei seinen Anfällen erlebt, so visualisiert bekommen. Das ist sehr interessant. Da vorne sitzt der Vogel, wir werden ihm mal weiter folgen und uns hier noch ein kleines bisschen umschauen. Es ist eine großartige Szenerie hier. Und da fliegt er weiter, der Vogel. Wie gesagt, eine Art Phönix scheint das zu sein. Und da vorne ist eine Ruine. Oh je. Nein! Es tut weh! Bitte! Bitte! Hugo konnte ganz langsam weiterlaufen. Das Laufen fällt ihm immer schwerer. Wasser. Schon gut. Ich komme ja. Ich hoffe, das Wasser hilft, Hugo, wenn wir es erreichen können. Oh je, geht schon wieder zu Boden. Sterbe ich jetzt? Ich will nicht sterben. Hoffen wir mal, dass Hugo nicht stirbt. Mich gerettet.
Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Das war sehr hoffnungsvoll und ich denke, es gibt Hilfe für Hugo. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich habe was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut, sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo! Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Ah, nein, wartet! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass ihn nicht entwischen! Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Weiter. Bleib unten. Das scheint eine Großfamilie zu sein. Ich hoffe, wir können uns hier vor ihm verstecken. Das Gras geht da irgendwie weiter. Schleichen wir mal hier entlang. Nein, sie war genau hier. Sie muss noch hier sein. Augen offen halten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Sehr schön, sie ziehen ab. So, ich denke, wir können da drüben in das Gras reinschleichen. Wir drehen uns nochmal ganz kurz um. Das ist jetzt natürlich sehr ungünstig, dass Amicia ihre Schleuder im Wagen lassen musste, beziehungsweise sie nicht noch schnell ergreifen konnte. Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Wo hat Amicia den Wagen gesehen? Ich hoffe, Lukas, Hugo und Beatrice konnten entkommen. Das war jetzt nicht zu sehen. Und ich sehe auch hier niemanden weiter. Ach doch, da vorne ist jemand. Schleichen wir mal hier entlang. Da ist eine Plattform. Ich denke, da können wir uns fallen lassen. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab! Zur Not rufen wir einen Priester! Nicht aufgeben! Ohne dich sind sie tot! Oha, also die beiden Angreifer, die Hugo und Amicia am Ende der letzten Folge wohl gestellt hatten, wurden wohl verschlungen, war hier eben zu hören. So, jetzt müssen wir uns irgendwie mit denen hier auseinandersetzen. Ich denke, wir können uns da drüben hinschleichen und den ablenken. Da ist wieder eine Metallkiste. Nehmen wir mal einen Stein und versuchen mal hinten die Kiste zu treffen. Die waren das. Sehr schön, wir schleichen uns darüber in seinem Rücken. Das sollte gut gehen, denke ich.
Sehr schön, das hat geklappt. Der hat uns nicht mitbekommen. Keine Sorge, ich finde euch. Sehr gut. Machen wir das ganz vorsichtig und in Ruhe. Mal schauen, können wir da hinten die Kiste treffen? Ist er vielleicht dahin? Nein, das ist zu weit weg. Dann werfen wir nochmal die Kiste an. Das müssen die gewesen sein. Und schleichen uns mal darüber. Hier an der Ziege vorbei. Ich hoffe, der Bock macht kein Geräusch. Das hat geklappt. Und wir können wohl hier vorne hin. Ihr könnt euch nicht ewig verstecken. Ja, wir haben wieder eine Plattform. Und da können wir wohl runterspringen ins nächste Gras. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Machen wir es jetzt. Okay, der hat nichts mitbekommen. Sehr gut. So, können wir den irgendwie ablenken? Nee, die Kiste da hinten ist zu weit weg. Wir müssen wohl abwarten, bis er an diesem Punkt dort gelaufen ist. Und uns dann wohl nach links schleichen. Das mit der Kiste hier vor uns bringt uns wohl nichts. Ich denke, da drüben müssen wir runter. Okay, warten wir mal ab, bis der weggelaufen ist. Na, das geht ja hier gleich gut weiter. Dass die uns nochmal aufspüren, das ist ja sehr seltsam. Und Beatrice wusste nichts offensichtlich davon. Ich hoffe, wir können jetzt hier an die Kante kommen, ohne dass der uns sieht. Oh je, wir sind entdeckt worden. Das ist nicht gut. Was zur Hölle? Du hast meinen Sohn ermordet! Nein, nein, nein! Oh je, wir müssen wohl wieder rennen. Wir rennen einfach nach da vorne zu dem Haus, wie ihr mir es hier sagt. Da können wir wohl reinklettern, denke ich. Da sind wir wohl erstmal in Sicherheit. Nein, sind wir nicht. Du bist tot. Oh, Glück gehabt. Okay, wir sollen wohl hochklettern. Ich denke, wir sollten schnell verschwinden, bevor dieses Haus Feuer fängt. Sie leben noch. Der Wagen, meine Schleuder. So, wir sollen uns wohl hier fallen lassen. Ist das der Wagen, auf dem wir gerade gefahren sind? Ah ja, jetzt sagt die. Ja, sie sagt ja, es ist ihre Schleuder wohl. Ui. Lass uns mal fallen. Hol die Schleuder. Okay, wir haben die Schleuder wieder. Und wir haben einen Angreifer. Okay, wir sollen den kontern. Okay, haben wir den jetzt ausgeschaltet? Jetzt haben wir ihn ausgeschaltet. Oh je. Yeah. Anissa ist ja in den Nahkampf übergegangen. Das sind ganz neue Fähigkeiten, die wir von ihr sehen. Ich glaube, wir müssen die Schleuder gleich nochmal gegen den da einsetzen. Das ist, um bei denen mal auszuschalten. Okay, sehr schön. Und da kommt ein weiterer Angreifer. Sollen wir den auch mit der Schleuder zu erwischen? Und noch einer. Okay, dann rennen wir einfach. Ich denke, das ist der richtige Weg. Wir gehen erstmal hier links ins Gras. Ich glaube, wir schalten den da einfach aus. Sicher ist sicher. Okay, wir haben erstmal wieder Ruhe. Oh je. Da ist wohl das Pferd, der den Wagen gezogen hat. So, schauen wir mal, wo wir jetzt weiterkommen. Da vorne ist wohl ein weiterer Angehöriger dieser Großfamilie. Gucken, ob man dem vorbeikommen. Da drüben ist auf jeden Fall Gras. Oh je, der hat was entdeckt. Ich glaube, den schalten wir auch einfach aus. Sehr schön. Okay, da kommt jetzt ein weiterer, der das mit dir kriegt. Den müssen wir auch dann ausschalten. Großartig. Naja, das war wohl dumm, aber es klappt. Laufen wir mal hier rüber. Mal schauen, ob wir noch weitere hier von denen haben. Sieht erstmal sicher aus. Da vorne sind zwei weitere. Wir ducken uns mal und schleichen uns hier ins Gras. Oh je, ich glaube, die haben uns schon entdeckt. Wir schalten die einfach mit der Schleuder aus. Machen wir das auf die brutale Art und Weise. Ja, das Kampfsystem soll wohl auch im Spiel anders sein als im ersten Teil. Auf jeden Fall hat das geklappt. Da vorne bremst. Ich glaube, wir sollten einfach mal laufen. Auf jeden Fall um mit Feuer rum. Sind wir auf jeden Fall sicherer, nicht, dass Amicia noch Feuer fängt. So, dann müssen wir hier lang. Ja, da ist eine Markierung. Hier können wir uns wohl durchzwängen. Okay, schwimmen wir uns hier durch. Oh je, da haben wir wieder einen von denen. Und wir sollen uns mit dem anschleichen und ihn schlagen. Also das ist deutlich brutaler als im ersten Teil. Da vorne ist Beatrice. Wir laufen auf sie zu. Und wir haben
einen Angreifer. Wir konnten Beatrice retten, sehr schön. Das war knapp. Hugo! Er atmet noch. Es ist der Schock. Sie sind alle am Leben, sehr schön. Ui, Amicias Hände zittern. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. Kapitel 2. Neuankömmlinge. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Wildfleisch, Schwein! Fisch aus den Flüssen! Wow. Heute Morgen ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Was machen wir zuerst? Naja, was willst du denn sehen? Alles. Dann los. Dann sollten wir uns wohl in Ruhe umschauen. Und wir sollen jetzt uns wohl zu einem Haus begeben, war hier geschrieben. Nun gut, dann schauen wir uns einfach mal ganz in Ruhe um. Wir haben auf jeden Fall das zweite Kapitel erreicht und eine wunderschöne Stadt offensichtlich. Und sehr interessanterweise war davon eben die Rede, dass wir ein Haus erreichen sollen mit einer Wetterfahne, auf der ein Phönix abgebildet ist. Und wir hatten ja gerade einen Phönix. Hatte ich mich doch nicht getäuscht. Schauen wir uns hier mal um. Hallo, Schweinchen. Gebratenes Fleisch. Kommt und probiert. Das ist sehr schönes Mittelalter-Flair hier. Ah ja, hier gibt's gebratenes Schwein. Großartig. Und da können wir irgendwas machen. Schauen wir uns das Ganze in Ruhe an. Oh, da gibt's wohl Wurst zum Probieren. Oh, das riecht so gut. Hey, na komm. Probier ein Stückchen. Nur zu. Oh, lecker. Schmeckt's? Ja, aber das ist kein Schweinchen, oder? Na los, schauen wir uns weiter um. Ja. Das war kein Schweinchen, Hugo. Das war was anderes. Vielleicht eine Gans. Also das ist wirklich sehr liebevoll hier gemacht. Und das erweckt doch wirklich echtes mittelalterliches Flair. Schauen wir uns hier auf dem Markt mal weiter um. Noch eine große Gans. Ist aber aufgeregt. Sehr hübsch. Und wir sind offensichtlich auch am Meer, wenn ich das richtig deute. Amicia, warum sind die Mauern rot? Ich habe gehört, dass die Erde hier manchmal rot ist. Sie nennen diese Farbe Ocker. Sehr schön. Das hätten wir wohl nicht gehört, wenn wir uns nicht hier mal Einblick über diese Bucht gegönnt hätten. Sehr schön. Okay. Hier sitzen auch, weiß ich nicht, ein Vater und seine Tochter. Sehr, sehr atmosphärisch. Schau ich mir mal ein bisschen die Gans durch die Gegend. Sehr hübsch. Das war gut. Jetzt habe ich Hunger. Gehen wir lieber, bevor du mehr willst. Ich denke, die beiden haben kein Geld in der Tasche. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Das Pferd ist ja auch großartig gemacht. Also, die Grafik-Engine gibt einiges her. Die Muskeln des Pferdes
Fantastisch. Großartiger Anblick. Das sieht sehr realistisch aus. Da drüben ist auch ein Brunnen. Ein kleines Gespräch zwischen einigen Bewohnern dieser Stadt. Ein Heutrog. Sehr, sehr schön. Na gut, wir setzen unseren Weg fort. Ah ja, hier gibt's auch Wachen, ganz offensichtlich. Und das sind wohl die Stadtfarben, nehme ich an. Gelb und schwarz, sehr hübsch. Ja, hier sind auch entsprechende Wimpel oben aufgehangen, großartig. Hergehört, hergehört! Graf Victor von Arl heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen! Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her! Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arl wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Sehr schön. Dann wissen wir ja, was wir uns hier noch anschauen sollten. Es gibt wohl ein Wurfspiel irgendwo. Und im Hintergrund ist wohl ein altes Kolosseum aus Römerzeiten zu sehen. Das ist sehr interessant. Ja, das erinnert doch sehr an das Kolosseum in Rom, auch wenn es natürlich deutlich kleiner war. Aber die Römer haben im Mittelmeerraum viele davon errichtet. Also ich habe selbst mal eins in Tunesien besucht. Nun gut, schauen wir uns hier mal um, ob es hier noch etwas zu entdecken gibt. Hier scheint eine Art Taverne zu sein. Das ist nur vorsorglich geschlossen. Wegen der Schweine aus der Arena, weißt du? Oh ja, ich habe gehört, alle Tiere aus der Arena seien weg. Alle todkrank. Der Gestank dort ist unerträglich. Oh je, das klingt nach einem Vorboten. Alle Tiere sind todkrank. Ich hoffe, die Pest folgt uns nicht. Aber nun gut, wir spielen A Plague Tale. Ich denke, wir werden es noch mit reichlich Raten zu tun bekommen. Nun gut, schauen wir uns mal hier um. Also hier ist definitiv ein Essensstand, kann aber nicht erkennen, was sie hier verkaufen. Die scheinen uns auch nicht bedienen zu wollen. Dann laufen wir mal weiter und schauen uns hier auf dem Markt weiter um, beziehungsweise hier in der Stadt. Da haben wir jetzt zwei Wege. Na, vielleicht sollten wir uns ganz in Ruhe umschauen. Ja, dann nehmen wir doch erstmal den Weg hier links, der liegt näher. Gucken wir mal, wo der Weg uns hinführt. Hast du gesehen? Was? Die Leute hier, sie sind glücklich. Ah, ja, stimmt. Ja, das ist schön, das stimmt. Die sind wirklich glücklich, ganz entspannt, stehen hier auf dem Markt. Sieh nur, da oben, das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Aha, okay, wir haben wohl den Hauptweg jetzt gefunden. Hier scheint ein Stoffmarkt vor uns zu sein. Ich würde gerne nochmal zurückgehen und mich da vorne umschauen. Das ist immer, denke ich, sinnvoller. Vielleicht können wir auf dem Markt irgendwas entdecken. Vielleicht ein kleines Sammelobjekt oder einfach nur ein paar schöne Momente genießen. Ah ja, wir haben den Fischladen gefunden. Auch großartig. Naja, die hängen hier aber in der Sonne, die Fische. Naja, so war das im Mittelalter. Ja, hier ist definitiv der Fischmarkt. Hier drüben sind weitere Körbe mit Fischen, mit sehr vielen Fischen. So, schauen wir uns mal weiter um. Noch mehr Fische. Noch ein Fischstand. Ganz schön viel Fisch. Wir können mit Mutter herkommen, um das Abendessen zu besorgen. Oh ja, kaufen wir ganz viel. Ja, hier gibt's wohl ganz reichlich viel Fisch. Wir sind wohl auch oberhalb des Hafens. Da oben ist er zu erkennen. Mal schauen, ob wir einen besseren Blick auf den Hafen bekommen. Die Fischauktion beginnt bald. Nimmst du nicht teil? Nein, ich bin wegen der Viehausstellung morgen hier. Aha, dadurch haben wir jetzt erfahren, dass wohl viele reisende Händler hier sein dürften. Okay, sehr hübsch. Schauen wir mal hier rüber über die Mauer. Mal gucken, ob wir noch etwas entdecken können. Ja, da unten liegen einige Boote. Sind sogar relativ große Boote. Das sind nicht nur einfache Fischerboote. Eigentlich sind das große Segelschiffe. Immerhin Dreimaster hier. Da rechts ist ein Dreimaster. Da ist auch ein Zweimaster. Und dahinter liegt noch ein kleineres Segelboot mit einem einzelnen Mast. Das ist nicht genau zu erkennen. So, und wir haben wohl eine Sackgasse entdeckt. Gut, dann haben wir uns hier aber wohl in Ruhe umgeschaut. Wir werfen noch mal ganz kurz einen Blick hier hinten in die Ecke. Hier liegt ein wirkliches Fischerboot, ein kleines Ruderboot. Das ist ja wirklich sehr, sehr stimmungsvoll gemacht. Also, denke, das lohnt sich hier, sich mal umzuschauen. Auch wenn wir jetzt kein Sammelobjekt oder ähnliches gefunden haben. Aber wir nehmen uns einfach die Zeit und schauen uns alles in Ruhe an. Man sollte sowas schließlich genießen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in Richtung unseres neuen Zuhauses
also dem Haus mit der Wetterfahne, auf dem ein Phönix wohl abgebildet ist. Und dann schauen wir uns hier noch auf dem Stoffmarkt um. Gucken wir mal, ob es hier auch noch etwas zu entdecken gibt. Und wenn es nur ein paar schöne Eindrücke sind. Hier ist auf jeden Fall ziemlich viel Leben. Schön bevölkert hier. Großartig. Sehr schöne Stimmung. Oh, da hinten haben wir sogar eine Palme. Nun gut, wir sind im Süden von Frankreich in der Provence. Das sollte uns nicht wundern. Und hier sind wohl Pinien. Oh, denke mal. Könnten Pinien oder, noch was anderes sein. Weil die Bürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie aus. Oh, sehr edle Waren aus dem nahegelegenen Italien. Na, sehr schön. Und offensichtlich auch Teppiche aus dem Orient. Ganz eindeutig. Sehr schöne Perserteppiche hier. Na, dann schauen wir uns hier mal um. Mademoiselle, wie wär's mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Ja, Amicias Frisur ist wirklich großartig. Und sie ist auf jeden Fall auch praktisch. Der Zopf ist auf jeden Fall nicht verkehrt, den sie trägt. Oh, da drüben veranstalten zwei Herren Armdrücken. Ich hoffe, dass Mutter und Lukas nicht zu viel Arbeit haben. Na, wir lassen sie mal ihre Arbeit noch machen. Dann müssen wir sich ihr Labor wieder herrichten. Oder erstmal eins einrichten in dem Fall, ja. Hier werden Keramikwaren verkauft. Das ist ja großartig. Aber jetzt hat es gerade mal so ein ganz klein bisschen geleckt. Okay, wir schauen uns mal um. Hier hackt einer Holz. Ich weiß nicht, ob das ein Stiel ist. Ach nein, er ist ein Möbelmacher. Also die Eindrücke hier sind ja fantastisch. Oh, da vorne können wir etwas uns anschauen. Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War ja klar. Okay, jetzt kam erst der Kommentar von den beiden zu dem Möbelmacher hier. Schauen wir uns mal die Tinktur oder, ich weiß nicht, was zu trinken, könnte auch Alkohol sein. Schauen wir uns das mal an. Oh, dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Okay, wir haben also den Lieblingswein ihres Vaters gefunden. Ja, da ist es wieder so eine Sache. Ja, ich muss wieder darauf hinweisen. Also das Spiel hier, der zweite Teil, spoilert natürlich den ersten Teil. Gerade hier in Storyfragen haben wir schon einiges über den ersten Teil, quasi in diesen beiden Folgen, die wir jetzt haben, schon erfahren. So, schauen wir uns mal weiter um. Sieh mal, die Farben! Stell dir vor, was für Kleidung man damit machen kann. Wunderschöne Kleidung, so viel ist sicher. Habt ihr Interesse? Nicht nur an einem. Amicia würde wohl gerne wieder Handarbeiten machen. Ja, wir hatten es ja im ersten Teil auch, dass sie im Sticken bewandert ist. Sieh mal, Blumen! Würzkräuter, Salben! Bewundert meine Ringelblumen, Primeln! Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen, hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. Sehen wir uns den Rest an. Klar. Sehr schöner Bezug zum ersten Teil auch wieder. Das Hibarium von Hugo war ja eines der Sammelobjekte. Und wir haben nicht alle Kräuter im ersten Teil gefunden, aber doch einige Blumen, die sich Amicia ins Haar stecken konnte. Und wir haben hier im Übrigen eine gute Stellung, um das zu erwähnen, das DLC, das Protectors Pack, und da drin sind alle 13 Blumen aus dem ersten Teil enthalten, gab es beim Kauf des Spiels mit dazu, habe ich nicht extra erworben, hätte ich normalerweise auch nicht gemacht, da es nur kosmetische Items sind, aber wir haben es. Nun gut, nein, es gibt einen Spielvorteil in diesem DLC, aber dazu kommen wir, sobald wir mal eine Werkbank finden. So, schauen wir uns hier weiter um. Das war also der Kräuterstand. Also da nehmen wir uns jetzt hier die Zeit. Hier haben wir etwas Gemüse. Da vorne gibt es wohl einen Riesenfisch zu bestaunen. Der ist aber wirklich groß. Könnte fast ein Thunfisch sein. Naja, gucken wir uns den mal an. Fisch aus Korsika, heute Morgen gefangen. Der ist wirklich gigantisch. Auf 4 Kisten gibt es eine 5. gratis dazu. Oje, kistenweise Fisch. Diese Makrele ist so frisch, sie zappelt sogar noch.
Die schauen wir uns mal hier rechts in der Ecke um. Thunfisch, Sardinen, direkt vom Boot. Ich sag doch, das muss Thunfisch sein. Er sprach auch gerade davon, dass er Thunfisch und Sardinen verkauft. Kommt, spielt kostenlos. Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ist sie auch. Wir haben doch tatsächlich das Wurfspiel gefunden. Gut, dass wir uns umgeschaut haben. Also, schauen wir uns das Spiel mal an. Also gut, wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Nehmen wir erstmal die Töpfe hier mit. Los! Und rüsten sie aus. Und wo sollen wir jetzt hinwerfen? Ich denke, da oben sollen wir die Türme umwerfen. Haha, ja! Das hat ganz gut funktioniert. Du bist toll! Das war knapp. Sehr schön, das hat gesessen. Ist wohl wie das Zusatzkapitel am Ende des ersten Teils. Da hatten wir ja dann noch eine Prüfung, quasi ein Spiel mit einer Schleuder. Nicht aufgeben! Sehr gut. Mal gucken, ob wir den da noch zerstören können. Gut getroffen. Natürlich. Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser. Und das ganz ohne Schleuder. Wir müssen langsam los. Danke. Wiedersehen. Sehr schön, wir haben eine neue Erinnerung erhalten. Die beste Spielerin. Schauen wir uns die mal an. Erinnerungen sind Sammelobjekte. Und da haben wir die erste jetzt hier. Schöne Zeichnung. Verlassen wir mal den Kodex wieder. Und schauen uns mal weiter um. Mal gucken, was wir noch entdecken können. Wie gesagt, Erinnerungen sind eines der drei sammelbaren Objekte, die wir hier in Eplektherium finden können. Lauten nur die Besten! Hier haben wir wohl noch einen Stand, an dem es was zu trinken gibt. Scheinbar alkoholische Getränke, weitere Obstwaren, Gemüsewaren. Was gibt's hier? Einen Lautenverkäufer, so wie es aussieht. Schauen wir uns den mal an. Die sind wunderschön. Danke. Ich stelle sie selbst her. Kannst du spielen? Nein, ich hatte nie die Zeit, es zu lernen. Aber sie ist ziemlich gut. Ich könnte spielen. Eines Tages werde ich es lernen. Das ist neu. Dass Amicia Laute spielen kann, wussten wir noch nicht. Das kam auch im ersten Teil nicht zur Sprache. Nun ist ein Feuerspucker. Großartig. Sieht auf jeden Fall das Publikum an, wie man sehen kann. Wie macht er das bloß? Tja, wie geht das wohl? Na, Amicia wird es ihm nicht verraten, hatte ich das Gefühl. Wer weiß, ob er Bärlapp verwendet oder eine brennbare Flüssigkeit. Nun gut, schauen wir uns mal da noch um. Da ist ein Schmied offensichtlich, der hier auch seine Waren ausstellt. Beziehungsweise sich bei der Arbeit zugucken lässt. Da haben wir ein sehr ramponiertes Schild. Da bringt das rein mit den Tüchern aber auch nichts. So, von da sind wir wohl gekommen. Dann haben wir wohl unsere Tour über den Markt erst einmal komplett gemacht. Da ist wieder der Möbelmacher. Dann sollten wir mal zum Haus gehen. Also zum neuen Haus. Gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja, ich mag es hier. Ich auch. Ja, das ist sehr schön. Allerdings, dass hier dieser Schandbalken direkt vor dem Haus ist, das ist weniger schön. Nun gut. Also, wir sollen wohl da weiter. Wir sollen uns aber hier vielleicht auch noch anschauen, wo es hier rumgeht. Werfen wir einfach einen Blick. Hier steht auf jeden Fall wieder eine Wache. Wir sehen uns nach meiner Wache, ja? Sicher! Du bist doch ständig im Dienst. Ich weiß. So ist das nun mal, seit der Graf dem Hauptmann mehr Macht überlassen hat. Okay, ich denke, das war das Gespräch zwischen der Mutter und ihrem Sohn. Ich bin mir aber nicht sicher, weil es ist auch seine Frau. Gut, schauen wir uns noch ein bisschen um. Hier kommen wir nicht weiter. Und dann geht's wohl für uns da lang. Schauen wir mal, dass wir das Haus erreichen. Da vorne ist noch was los. Musiker. Spielt jemand Musik? Na, sag ich doch. Oh, ich kann nicht sehen. Ich glaube, wir müssen Hugo mal hochheben. Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir.
Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ja! Klasse! Das ist wunderbar, das ist großartig gemacht hier mit den Musikern. Und wie liebevoll sich Amicia um ihren kleinen Bruder kümmert. Am Anfang, als wir die beiden kennengelernt haben, ja, da hatten wir ja auch erfahren, dass die Beziehung zwischen den beiden sehr distanziert war in den ersten 5 Jahren. Die Musik ist komisch. Ja, klingt aber toll. Ja, die machen das ganz ordentlich. Sie sind echt gut. Da sage ich doch, dass die gut sind. So, junger Mann, sehen wir uns das Haus an. Oh, schon? Ja, Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. Okay, ja stimmt, morgen ist ja noch ein Markttag und wir müssen wohl da weiter. Tragen wir mal Ugo dahin und lassen wir Beatrice und Lukas nicht länger warten. Gucken wir mal, wo wir jetzt einen Zugang zu dem Haus finden. Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon, aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Ugo muss wohl erst einmal wieder Sicherheit gewinnen nach all den schrecklichen Ereignissen. Nach der Geschichte des ersten Teils. Da hinten hat einer Holz gehackt und dann geht's wohl für uns da lang. Hör zu, ich lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ich will endlich das Haus sehen. Ich auch. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Schauen wir mal, dass wir es jetzt erreichen. Der Tag war ganz schön lang. So, wir sind wohl hoffentlich an der richtigen Stelle. Da oben haben wir eine Kirche, würde ich sagen. Mal schauen, ob wir da lang müssen. Ja, da vorne steht Lukas. Hey, ihr seid zurück. Und, wie war's? Es gab einfach alles. Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Da müssen wir wohl noch mal zu dem Kräuterstand. Jetzt können wir uns hier wohl irgendwas ansehen. Sieh mal, ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja, Zuhause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Das stimmt, seit dem Chateau Ombrage nicht mehr. Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar. Sehen wir uns drinnen um. Gut, dann bewegen wir uns mal da zu Lukas rüber und schauen uns mal unser neues Zuhause an. Das ist unsere Tür. Dann müssen wir wohl da hinten hin. Oh, sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Das ist sehr idyllisch, auch hier mit den Palmen in dem Hinterhof. Okay, reden wir nochmal mit Lukas. Wollen wir reingehen? Ja, nach dir. Wir sind da, Ugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Ugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Ich habe es für ihn getan und ich würde ihn wieder tun.
töten! Ich will euch alle töten! Amicia! Amicia! Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die 2. Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen, und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Oh. Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. Oh je. Wir müssen uns also erstmal um eine Lösung für Hugos Krankheit bemühen und zu diesem Haus dieses Magisters laufen. Aber dies werden wir erst beim nächsten Mal machen. Wir sollten erst einmal zum Ende der heutigen Folge kommen. War auf jeden Fall sehr, sehr schön, hier diesen Markt zu besuchen und dieses neue Haus in Besitz zu nehmen. Und ich hoffe, wir finden hier zusammen mit diesem Magister eine Lösung für Hugos Krankheit. Zeit wird's auf jeden Fall, er leidet schon so lange darunter. Also, wie gesagt, für heute war's das. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier dann mit A Plague Tale Requiem weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.